Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute werden wir meine Weekend League Belohnungen öffnen. Aber bevor wir damit starten, Leute, falls ihr mich unterstützen wollt, der Link zu meinem Merchandise ist auf jeden Fall in der Beschreibung drinnen. Vielen, vielen Dank für den heftigen Support auf jeden Fall. Also wirklich danke, 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 dass da schon echt viele Leute zugeschlagen haben. Den ganzen Merchandise wird es auf jeden Fall demnächst auch in schwarz geben. Das heißt, Leute, die eher nicht so gerne weiße T-Shirts tragen, können sich das Ganze natürlich jetzt auch in schwarz oder in dunkelgrau gönnen. Das wird auf jeden Fall demnächst auf euch zukommen. Ich selbst habe den Merchandise natürlich auch schon bestellt. Ich habe es aber erst heute gemacht, da ich ja auf der Gamescom war. Und ja, deswegen, ja, mein Merchandise, also beziehungsweise die Klamotten, die ich dann tragen werde, die sind auf jeden Fall auch, ja, in der nächsten Woche, denke ich, werden die dann einfach kommen. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, beginnen wir auch direkt jetzt hier mit den Weekend League Belohnungen. Und ich habe Elite 3 geschafft, Leute. Ich habe einfach Elite 3 geschafft. Und zwar habe ich das wirklich, bevor ich zu Gamescom gefahren bin, einfach noch richtig, richtig, richtig gezockt. Und da habe ich dann wirklich noch Elite 3 geschafft. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Ich habe da wirklich bis um 3 Uhr in die Nacht oder so gespielt, obwohl ich eigentlich verkühlt war. Und nicht nur verkühlt, ich hatte eine Grippe. Und das war halt wirklich, wirklich, ja, sehr aufwendig. Aber ich habe das eben gemacht, um hier heute jetzt Elite 3 Belohnungen zu haben und nicht eben nur irgendwelche Gold 1 Belohnungen. Und ja, Freunde, wir gehen hier rein auf jeden Fall in die Sets. Und ihr seht schon, ich habe ein bisschen mehr Sets. Das liegt daran, dass ich ein paar Drafts gemacht habe und dann immer abgebrochen habe. Ich denke mal, ihr habt das schon gesehen, das letzte Foot Draft Video. Und hier haben wir auf jeden Fall ja, die Sets am Start. Das hier, das 100k Set und dann noch natürlich hier das Best of April Set. Ich bin sehr, sehr gespannt, was in diesen Packs drinnen sein wird. Hier hinten gönnt sich auf jeden Fall noch eine Leiter am Stehen. Alles klar, das war kein Deutsch. Ich wollte sagen, da hinten steht eine Leiter. Ja, belastend, dass ich hier nicht mal richtig sprechen kann. Ich würde sagen, wir gehen einfach rein, ohne lange zu schnacken, ins allererste Pack. Let's go, 100k Pack. Kein Walkout, schade. Und es ist ein 84-Plus-Spieler, aber es ist leider nur der gute alte Mario Götze von Borussia Dortmund. Ja, Dembélé jetzt tatsächlich zu Barcelona gegangen. Schreibt mir auf jeden Fall dazu eure Meinung mal in die Kommentare. Ja, hier noch ein paar weitere Spieler. Ich stoße jetzt einfach mal ab. FIFA 17 geht dem Ende zu. Ich denke mal, das ist jetzt gar nicht mal mehr so wichtig. Und jetzt kommen wir zu dem Pack, auf das ihr alle gewartet habt. Und das werden wir natürlich mit dem Packler-Cut öffnen. Ja, wer hätte es anders gedacht? Der Packler-Cut ist natürlich wieder am Start. Also die Leute, die wirklich schon lange dabei sind, die kennen den natürlich noch. Wir haben damals Bale gezogen mit dem Packler-Cut. Echt richtig, richtig krass, was wir mit dem schon alles gezogen haben. Und dann würde ich sagen, öffnen wir das Ganze in 3, 2, 1, let's go. Und es ist ein Walkout. Und es ist ein Walkout. Verdammte Scheiße, ist das nice. Oh mein Gott. Holy Macaroni, bitte was Gutes. Keine Flagge. Heung-Min Son, Alter. Krass, welches Rating. Oioioi, 88er Rating. Heung-Min Son, Alter. Den kann man richtig, richtig gut verwenden. Und der ist richtig, richtig was wert. Jawoll, Alter. 130k, 120k kriegen wir auf jeden Fall hier aufs Konto. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr schönes Pack. 92 Tempo, 92 Shooting. Den kannst du eigentlich auch behalten. Den werde ich vielleicht noch in der allerletzten Weekend League ja, spielen, ein bisschen testen. Also eine Weekend League gibt es ja nämlich noch. Dann noch Bastost, auch ein 86er Rating. Immerhin, ja, 20k oder so kostet der. Und dann noch natürlich hier der gute Mann von Frankfurt. Ist ja nichts wert, wie zu erwarten eigentlich auch. Aber immerhin Son gezogen, ein Walkout. Damit kann ich auf jeden Fall leben. Schreibt mir in die Kommentare, welchen Rang ihr erreicht habt und wen ihr dann natürlich gezogen habt. Leute, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vergesst nicht auf jeden Fall die Beschreibung ein bisschen abzuchecken und vielleicht euch irgendwas zu gönnen aus meinem Merchandise-Shop. Das würde mich echt extrem freuen und vielen, vielen Dank auf jeden Fall für euren heftigen Support in letzter Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video oder Stream wieder. Vergesst nicht, Leute, habt immer High Hopes und...